Mali weitergeht, hängt in erster Linie davon ab, dass wir all die vielen, vielen Fehler, die in Afghanistan geschehen sind, einfach nicht machen. Und die Fehler bestehen in erster Linie in fehlendem Engagement im zivilen und im politischen Bereich. Es gibt in Mali keine militärische Lösung. Es gibt nur eine Lösung, wenn es wieder zu ähnlichen Verhandlungs- und Versöhnungssituationen kommt, wie es sie Anfang der 90er Jahre gegeben hat. Es gibt nur, es gibt nur in Mali den Frieden, wenn es wieder dazu kommt, dass viele Projekte im Norden laufen, dass es eine ökonomische Perspektive gibt. Nach dem Putsch im März 2012 hat die Europäische Union die Mittel alle eingefroren von Mali, weil man gesagt hat, mit der Regierung geht es nicht. Das war zu dem Zeitpunkt vielleicht verständlich, aber es ist heute überhaupt nicht mehr verständlich, weil die Regierung, die jetzt versucht, das Land halbwegs zusammenzuhalten, sei es auch, dass es im Süden funktioniert, ist eigentlich nur noch damit beschäftigt, Gehälter nicht mehr zu bezahlen und deshalb Leute vor die Tür zu setzen. Das Zentrale ist, dass die Zentralregierung wieder handlungsfähig wird. Das ist viel wichtiger als die ganzen anderen Fragen. Das, was die Franzosen militärisch gemacht haben, war ein paar Tage lang eine Nothilfe und mehr wird auch nicht sein können. Und das Wichtigste ist, dass jetzt der Rest davon. Wir diskutieren, ob die Bundeswehr in den Norden Malis geht und kämpft, und zwar gegen Waffen, die wir an andere Leute geliefert haben. In Mali ist es eher Katar als Saudi-Arabien. Ich würde weitergehen, hier geht es nicht nur um Waffenlieferungen. Saudi-Arabien hat ja nicht nur Waffen bekommen, die haben ja Fabriken bekommen, mit denen sie Waffen bauen können. Das ist ja noch viel besser, auch aus Deutschland. Es geht um den Grundansatz der strategischen Partnerschaft mit bestimmten Staaten, die Hauptfinanzierer des Terrors sind, was einfach nicht hinnehmbar ist. Und es gibt die beiden letzten großen Kriege, die der Westen geführt hat, Irak und Afghanistan, waren, das ist ein Zitat von Jörg Lau, Journalist, waren Ergebnisse einer Ausbalancierungsfantasie. Ich habe einen Feind, der hat einen Feind, also ist der Feind meines Feindes einer, mit dem ich mich jetzt zusammentue und ich gebe dem dann Waffen, Ausrüstung, Geld, bis am Ende ich den Feind meines Feindes bekämpfen muss. Wie es im Irak passiert ist, Saddam Hussein ist gegen den Iran hochgerüstet worden, wie es passiert ist in Afghanistan, als man die Taliban natürlich mit aufgebaut hat, um sie gegen die Sowjets loszulassen. Und das ist etwas, was allein deswegen schon nicht funktioniert, weil die Waffen, die wir irgendwo hinliefern, sich schlicht nach dem Konflikt nicht in Luft auflösen. Die bleiben entweder im Land oder die gehen zum nächsten Konflikt weiter. Und deshalb geht das so nicht weiter. Wir Grüne haben eine lange Geschichte der Auseinandersetzung mit militärischer Gewalt. Und wir sind zum folgenden Ergebnis gekommen. Und ich stehe zu 1000% für diesem Ergebnis. Anwendung militärischer Gewalt ist immer von Übel, aber manchmal ist die Unterlassung dieser Anwendung größeres Übel. Und da muss man deshalb sehr genau hinschauen.